Ja, wir befinden uns hier in der Alten Feuerbach in Köln. Heute, am Samstag, dem 11. März, beginnt das 4. RWE-Tribunal. Wir haben in der Pressemitteilung dazu das Motto gewählt: Tausende vorzeitige Todesfälle durch RWE. Unwucht des Jahres, Klimaterroristen, passt auf RWE. Weshalb? Es ist so, dass eben zunächst auch die Strafanzeige wegen Tötungsdelikten gegen die Verantwortlichen von RWE Power im Mittelpunkt stehen wird. Diese Anzeige, Strafanzeige, ist erstattet worden schon im September von über 20 Juristinnen. Bis heute hat keine der drei Staatsanwaltschaften in Köln, Aachen, Mönchengladbach ermittelt und ist tätig geworden. Deswegen wird das hier heute vor dem zivilgesellschaftlichen Tribunal von dem koordinierenden Rechtsanwalt Heinrich Kohmes vorgestellt und dem Kinderarzt Christian Döring als Sachverständiger, der eben genau nachweisen konnte mit verschiedensten Studien, dass eben allein im Jahr 2016 RWE verantwortlich ist für über 1880 vorzeitige Todesfälle. Die Mutter von Steffen Mein, Elisabeth Mein, wird danach einiges vortragen, nochmal zu dem Todesfall ihres Sohnes, damals während der Räumung im Hambacher Wald. Wir haben aber auch weitere gute Expertinnen, sehr wichtige Leute mit großer Expertise, sei es Jörg Reichelt von der Deutschen Journalistenunion, der eben die Behinderungen und teilweise Angriffe auf Journalistinnen während der Räumung dann dieses Jahr im Januar in Lützerath festgehalten hat. Dann ist es so, dass eben auch Hans-Josef Fell, einer der Väter der Energiewende, eben sprechen wird dazu, wie RWE alles dafür getan hat, diese Energiewende zu blockieren. Dann darüber hinaus haben wir auch Nico Frozheim, der nochmal klar darstellen wird, wie der aktuelle Stand der Klimakrise ist und die Verantwortung von RWE dafür. Und darüber hinaus haben wir ihn auch gefragt, dass er nochmal darlegt, wie RWE dazu beigetragen hat, eben Klimadesinformation zu betreiben. Des Weiteren wird auch Raphael Thelen, früher Journalist, heute Aktivist bei Extinction Rebellion, oder letzte Generation vor allen Dingen, letzte Generation wird auch nochmal berichten, wie stark RWE immer manipulativ eben die Medien beeinflusst hat. Zeuginnen, Zeugen werden auch weiterhin noch sagen, auftreten, auch vor allen Dingen Carmen Eckert, die hat auch einen Videoclip gemacht zu der Polizeigewalt während der Räumung. Also es ist ein sehr umfangreiches Programm. Es gibt auch ein Grußwort von Jürgen Becker, der eben auch ganz klar der Auffassung ist, die wahren Klimaterroristen sind RWE. Das Ganze wird also heute und morgen hier in der Alten Feuerwache in Köln stattfinden.